So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinato, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Leider musste ich jetzt gerade feststellen, nachdem ich die letzte Folge beendet habe, dass mein Mikrofon gesperrt war oder beziehungsweise gemutet war. Und jetzt weiß ich jetzt nicht, wann die Voices aufgehört haben. Jetzt müssen wir mal schauen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben eine ganze Hauptstadtgarnison geplündert. Wir haben ein paar neue Waffen bekommen. Ein neues Schild, das nehmen wir dann natürlich gerade. Nahkampfwaffe. Die Bronze-Echse, die kannst du halt alle in die Tonne treten, ne? Der Knochenbrecher. Dann halt schon genial. Morias para las que vas mata tu danestin. Ah, okay. Interessanten Streitkolben. Den nehmen wir. Okay. Was machen wir heute? Ja, was machen wir denn heute? Wir haben auch eine neue Distanzwaffe, fällt mir gerade auf. Den haben wir schon. Nubischer Bogen. Sieht ein bisschen abgeforkt aus. Nahkampfwaffen haben wir anscheinend auch wieder noch einen Haufen. Keine Ahnung. Können wir wieder einiges verkaufen, auf jeden Fall. Quests! Jetzt gehen wir questen, Leute. Wir gehen questen. Wir können das Ende der Schlange auf jeden Fall machen. Bayerkreis nach Alexandria, eliminiere Grenadius und die Schlange. Okay. Wir gehen an die Schlange ran heute. Wir gehen an die Schlange. Wir sind auch gerade ganz perfekt in der Nähe. Wir bringen sie um die Ecke. Wir müssen zum königlichen Schreiber. Der hat anscheinend Informationen, wer dieser Heini überhaupt ist. Das kann sein, dass die Folge ein bisschen länger geht. Vielleicht wird sie auch in zwei Folgen geteilt. Aber ja, ihr werdet euren Spaß haben. Es ist ruhig heute. Vielleicht, das sage ich auch. Diodorus ist im Badehaus. Und schon verkackt. Das Problem ist, wir haben halt keine Minimap mehr. Mit einer Minimap würde ich wenigstens wissen, dass das ein gesperrter Bezirk ist. Was ist da noch mit einer Schriftrolle? Ah, das schauen wir uns später an. Wir müssen jetzt die Mauern hoch. So. Jeder, der uns stört, wird um die Ecke gebracht. Das ist der königliche Palast. Boah. Da müssen wir wahrscheinlich, denke ich, eh etwas rein. Ist halt gut bewacht, ne? Ein königlicher Palast hat das so an sich. Eben, so wie ich das jetzt sehe, sind da zwei Pats. Klappt nicht. Der hat mich nicht gesehen. Senu! Okay, wir haben ihn lokalisiert. Nehmen wir uns gerade noch ein paar Pfeile mit und ein paar Schlapppfeilchen. Das ist der größte Witz, den eigentlich so Baumeister da fabriziert haben. Diese behinderten Mauern, Alter. Die führen dich immer zum Ziel und zwar noch recht sicher, wenn du gut bist.
Jetzt guck dir mal an, wie gut wir da jetzt über die Mauern kommen, Alter. Beziehungsweise zum Ziel und sowas von sicher. Ist zwar sehr nobel, da zu sagen, hey, hey, hier hat es dann halt ein bisschen Waffen und so, aber... Aber guck dir das mal an. Easy, geschmeidig gehe ich da über die Mauern zu dem königlichen Schreiber und bring ihn dann um die Ecke. Guck dir das mal an. Einfacher kann man es mir doch gar nicht mehr machen. Die sind so selten blöd, das gibt's gar nicht. Da hat's Geheimnisse. Interagieren. Interagieren! Sieht wichtig aus. Okay. Sieht wichtig aus. Schriftrolle des königlichen Schreibers, der verschlossen. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Ja, das haben wir jetzt auch festgestellt, mein Freund. Eine Leiter. Okay. Die ist umgefallen, das heißt, irgendwas ist hier drin versteckt, vielleicht. Da nicht dran ohne den Schlüssel? Sieht wichtig aus. Verschlossen. Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Wenn das ein Schlüssel ist. Wer ist die Schlange? Fortschritt bei der Untersuchung. Gar nicht mal so gut. Sieht wichtig aus. Was geht denn da schon ab, Alter? Verschlossen. Ah, da oben. Guck, da. Oh, shit. Okay, du Typi, du musst mir jetzt gerade mal leider helfen. Ah, ein Schlüssel. Ja, wir versteckten seinen Schlüssel da oben, Alter. So, wen haben wir denn da? Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siwa. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Der Schreiber. Die Schlange ist Eudorus. Ja, eben. Der Palastschreiber. Und wie wir wissen, ist der im Moment im Badehaus. Bäh, ist der hässlich, Alter. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Earded Eudorus töten. Wow. Das ist jetzt gerade ein bisschen unpraktisch, ne?
Aber naja, okay. Egal, egal. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da auf einmal wieder einer steht. Und da liegen ja noch die Leichen von den anderen. Bin ich an dem vorbeilaufen, was? Wir müssen zum Badehaus. Gucken, ob wir da irgendwie über den Palast ins Badehaus kommen. Ach, der Palast hat Mauern. Da gehen wir einfach drum herum und dann... Dann sind wir am Badehaus, so wie das aussieht. Und dann kriegt die Schlange einen schönen gediegenen Pfeil direkt in den Kopf und dann... Zeno! Es geht. So. Auf öffentlicher Straße, das ist gut. Außer es kommen jetzt irgendwelche Kopfgeldjäger vorbei. Es ist ruhig heute. Wusstest du es nicht? Iudorus ist im Badehaus. Wir gehen da jetzt auch eine Runde baden. Hm? So, jetzt spring nochmal hoch. Ah, da geht Gott sei Dank ein Seil hoch. Es ist ruhig heute. Wusstest du es nicht? Iudorus ist im Badehaus. Ah, natürlich. Der Palast ist viel angenehmer ohne Iudorus und sein ewiges Rumgezicke. Also, so wie wir erfahren haben, ist auf jeden Fall auch der Pharao im Prinzip eine Marionette von denen. Das habe ich mir nämlich auch schon am Anfang gedacht, so theoriemäßig. Und deswegen wollen wir Kleopatra an die Macht setzen. Hm, die ringen da. Platz. Bleib mal ganz locker hier, ne? Wir müssen ins Badehaus rein und irgendwie kommen wir da gar nicht hier rein. Alter Schwede, laufe ich gegen den Baum. Los, drauf. Muss ich jetzt vor dem Eingang stehen, oder was? Oh, nee, oder? Betreten. Naja, vielleicht gehen wir auch ein bisschen baden und so. Genießen wir den Luxus. Oh, Tatsache. Eliminiere Eodos. Aristo will Iudorus wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen gar nichts. Iudorus hat ganze Absätze aus Aristos Buch über den Nil abgeschrieben. Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Das Badewasser ist viel zu lau heute. Nicht mal das kriegst du hin. Der zickt echt um die ganze Zeit. Sauna. Oh ja, das ist wäre auch mal wieder richtig geil und angenehm. Ne? Wo es da oben hingeht.
ich mit dem irgendwie an die Galle springen können oder so. Mein Herr, wirst du angemessen bedient? Es geht. Lass die Handtücher bereitlegen. So, war das easy oder war das easy? Hat deinen Finger dadurch verloren. Stirb! Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch? Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis, der Herr der Duat erwartet dich. Interessant. Das heißt, im Prinzip ist der Kopf noch nicht abgeschlagen von der Schlange. Eudorus, ermordet! Bei den Göttern! Er wurde ermordet! Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön! Was? Es ist Eudorus, arme Seele! Ich hätte die so nicht platt machen können, hier ohne Waffen. Kannst du es vergessen, Mann. Ah. Ah, das tut doch weh. Ah. Quest abgeschlossen, ein Finger weniger. Oh, wie authentisch, Mann.
Jetzt heißt 5 Bier für Sägewerk, ne? So. Jetzt müssen wir zu Aya zurück. Schlange ist vernichtet. Wer ist der Nächste? Ich habe eine neue Montur. Die Badehausmontur. Und Fähigkeiten. Was haben wir? Stufe 1. Das ist jetzt noch geil, das nehme ich auch noch. Moment. Inventar haben wir auch noch etwas. Was haben wir denn da? Ah, die Papyrusrolle, die wir da gefunden haben. Bei dem Schreiber, beziehungsweise bei Eodos. Quest! Quest, 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 Quest. Hauptquest. Die hier. Können wir jetzt abschließen. Ah, ich glaube, wir können da jedes Mal in unser Lager rein, wenn wir an so einen Turm gehen. Ne? Steigen wir mal ab. So. Dann schließen wir die Quest ab und gucken mal, was Aya noch zu sagen hat. Ob es noch einen Feind gibt oder sowas. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Machen die jetzt Liebe? Finden die das geil? Also ich weiß, macht das die geil? Mann, sind die durch, ey. Quest abgeschlossen. Ah ja, 1250 EP haben wir dafür bekommen. Das ist nur der Anfang. Dann bin ich ja mal gespannt. So, was kommt als nächstes? Das ist jetzt die Frage. Da bin ich richtig gespannt. Ich denke mal, wir werden asynchron. Das heißt, die Forscherin wird wieder aus dem Animus steigen. Bis wir das dritte Kapitel dann anfangen. Und ich würde mal sagen, ich verabschiede mich schon mal von hier für den Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein. Ciao.